Einkaufen ist für viele Salzburger nicht nur eine Notwendigkeit, sondern sicherlich auch ein Hobby. Für blinde Menschen ist jedoch bereits der Einkauf von Lebensmitteln für den täglichen Bedarf mit Anstrengungen und Hindernissen verbunden oder muss von Freunden und Verwandten erledigt werden. Gemeinsam mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband präsentierte Spar bei einem Pressefrühstück ein neues Pilotprojekt, um blinden Menschen den Einkauf zu erleichtern. Schnell eine Packung Milch einkaufen oder gar den gesamten Wocheneinkauf erledigen. Für die meisten Menschen ist Einkaufen wohl etwas ganz Alltägliches. Aber nun stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihre Einkäufe erledigen, ohne etwas zu sehen. Um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, lud der Sparkonzern am vergangenen Dienstag zu einem Pressefrühstück. Gemeinsam mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband wurde ein ausgeklügeltes Hilfesystem entwickelt, um blinden und sehbehinderten Menschen den Einkauf zu erleichtern oder sogar erst zu ermöglichen. In 15 Salzburger und 15 Tiroler Spar- und Eurospar-Filialen stehen daher seit Beginn dieser Woche Hilfesäulen im Eingangsbereich, über welche mittels Knopfdruck Hilfe geordert werden kann. Also wir sind davon ausgegangen, dass der blinde und sehbehinderte Mensch den Weg zum Spar teilweise schon kennt, weil er mit Begleitung schon da war und sich ja auf der Straße ganz gut bewegen kann. Die Bordsteinkanten entlang, teilweise mit Leitsystemen über die Straßen. Das funktioniert ja teilweise schon ganz gut. Aber die große Herausforderung ist dann eigentlich im Geschäft herinnen, wo sehr viele Barrieren da sind, wo im Grunde genommen ja es unmöglich ist für einen blinden oder sehbehinderten Menschen wirklich sich zurechtzufinden in diesen großen Gängen und die Produkte auch so schnell zu finden, dass der Einkauf nicht viele Stunden dauert. Und funktionieren tut so, dass er dann im Geschäft mit einem Leitsystem zu diesem Knopf hierher geleitet wird, mit einem Rillenteppich, und der ihn hierher führt, zu diesem Eingangsbereich, hier dann den Knopf vorfindet, diesen Hilfekasten vorfindet und sich hier Hilfe rufen kann. Bei Bedarf nimmt sich der gerufene Sparmitarbeiter gerne die Zeit, um gemeinsam mit dem blinden oder sehbehinderten Kunden den Einkauf zu erledigen. Bisher ist es mir so gegangen, dass ich mit meiner Frau oder mit anderen Leuten, die heute zur Verfügung gestanden sind, die ich gebeten habe, dass ich mit ihnen einkaufen gehen kann, einkaufen gegangen bin. Und nun ist es natürlich eine schöne Sache, jetzt kann ich auch selbstständig einmal einkaufen gehen und muss nicht jedes Mal jemanden bitten, um mit mir diesen Weg zu bestreiten. Auch für die Schulung der Mitarbeiter setzte Spar mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband neue Maßstäbe, um Berührungsängste zu reduzieren und sich in das Leben eines blinden Menschen hineinversetzen zu können. Das Wichtigste, was der Blindenverband macht, ist die Sensibilisierung der Sparmitarbeiter. Ich denke, das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, denn wir sind der Meinung, es funktioniert nur miteinander. Wir müssen andererseits die Leute hier sensibilisieren, Hilfe anzubieten, so Hilfe anzubieten, dass sie für uns auch brauchbar ist. Und unsere Leute intern müssen wir sensibilisieren, dass sie Hilfe auch anfordern und Hilfe auch annehmen, wenn sie ihnen angeboten wird. Also ich bin gestern auf einer Schulung gewesen und da haben wir halt von Blinden eben auch betreut worden. Der hat die Schulung selbstständig durchgeführt und wir haben halt einmal so in die Lage einversetzt worden, wie man sich so fühlt, wenn man erblindet ist, und haben halt dann verschiedenste Sachen gemacht, wie zum Beispiel, wir sind in einem dunklen Raum gewesen und da haben wir uns halt selbstständig ertasten müssen, bis wir bei dem Tisch waren. Es war völlig abgedunkelt und wir haben uns Tee einschenken müssen, Wurstsemmen aufschneiden, mit Wurst belegen, Honig, also es haben verschiedenste Sachen auf die Tische herumgestanden und ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach, wie man sich das halt vorstellt. Ja, greift man halt schnell mal was, weil man es sieht. Ich finde das einfach ein super Projekt, weil wir helfen gerne und von dem her kann ich nur sagen, Top-Projekt. Neben der Hilfesäule gibt es jedoch noch einige weitere Neuerungen bei Spar.
Wir vom Blindenverband, wir haben die Speisekarte fürs Bistro in Breile gedruckt, wir haben die Speisekarte in Großdruck gedruckt. Wir haben auch hier da diese Buchstaben. Es wurde auch in Zusammenarbeit, das hat sich der Tiroler Blindenverband, hat da die Schriftgröße festgelegt. Es spürt man sehr gut. Ja, sehen Sie es in Breile, kann man auch noch gut tasten. Dem Engagement von Spar und dem Blinden- und Sehbehindertenverband ist es zu verdanken, dass Menschen wie Herr Werber in Zukunft ihren Alltag leichter bestreiten können. Und es bleibt nur zu hoffen, dass dieses Vorzeigeprojekt noch viele weitere Nachahmer finden wird.